Ihr seid hier, um über eure Single zu reden, über das neue Album. Bevor wir das machen, was ist so die Frage, wenn ihr eure Fans trifft, die sie euch immer stellen? Was wollen die immer wissen von euch? Also eine beliebte Frage ist tatsächlich, wo wir die Inspiration für unsere Songs herholen. Das ist immer ganz beliebt. Und ja, wie es so ist, zusammen auf Tour und ein Paar sein. Funktioniert das? Zoffen wir uns? Geben wir uns eine Gurgel? Ja. Dann sagt ihr natürlich immer ja. Absolut, genau. Das ist so. Nee, wir streiten niemals. Wir sind, nein, also genau, das sind so die typischen Fragen, würde ich sagen. Und wenn ihr dann so irgendwie unter euch seid, so Musiker unter sich, worüber redet ihr? Lasst uns mal einen kleinen Einblick bitte bekommen. Ja, das ist ganz lustig. Wir haben ja eine Band immer dabei live und eine große Crew. Und wir machen immer ganz viel Quatsch. Also das ist immer ganz lustig hinter der Bühne und man hat halt so die unterschiedlichsten Themen. Klar, man redet dann auch meistens nicht mal über Musik, wobei die Jungs dann schon auch mal fachsimpeln. Das sind so die typischen 19-Zoll-Gespräche, heißt das. Das ist immer, wenn wir dann anfangen, über Studio-Equipment zu philosophieren. Also habe ich letztens auch tatsächlich mit Mark Forster gehabt, dass wir uns, glaube ich, so 20 Minuten über 19-Zoll-Geräte unterhalten haben und du bist dann irgendwann gegangen. Ja, das ist auch nicht so interessant. Hättet ihr mal über Mode geredet. Genau, ne? Dann wäre ich dann da geblieben. Ja. Tag X, euer neues Baby. Wenn ihr euch trotzdem, ich weiß, das ist wahrscheinlich super schwer, ich glaube, es sind 13 Songs irgendwie drauf. Jeder ist super, sonst wäre er nicht da drauf gelandet. Aber gibt es trotzdem so ein, zwei Songs, wo ihr sagt, so, die bedeuten euch besonders viel, weil besonders anders oder weil die Geschichte dahinter irgendwie super wichtig ist? Absolut, also für mich ist der Titeltrack ein ganz wichtiger, weil das eine Thematik ist, mit der wir uns natürlich viel auseinandergesetzt haben. Das wird viel kritisiert natürlich auch für das, was man macht. Und auch teilweise sind das so Schubladenkritiker, nenne ich es immer, die sich gar nicht damit beschäftigen und du wirst dann sofort irgendwie in eine Schublade gesteckt. Und man merkt auch immer, wenn man sich das durchliest, okay, der hat einfach keinen Song davon gehört. Das war einfach nur so angespielt und weiter und so. Und den wollten wir alle mal sagen, ey Leute, finden wir nicht cool, finden wir kacke. Und das war mir auch ganz wichtig, das als Opener zu machen. Und ein anderer Song, den wir sehr Herzen liegt das Geiles Leben tatsächlich. Das ist auch ein Song, der macht einfach Spaß, obwohl er ja in sich erstmal was Negatives betitelt, aber nichtsdestotrotz auch wieder mit einer positiven Message herausgeht, zu sagen, also Leute, die sich diesem Leben verschreiben, einfach nur noch Party und Champagnerfäden und sonst was und einfach quasi nicht mehr so das Echte im Leben schätzen, das ist traurig, aber andererseits dann auch positiv, wenn man sagt, so, hey, ich will mit dem ganzen Müll nichts zu tun haben. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Song für mich. Ist es manchmal so, dass ihr euch denkt, so, ich weiß nicht, gab es früher so Zweifler, als ihr gesagt habt, ihr wollt gerne wirklich Geld verdienen mit der Musik, die gesagt haben so, ah ja, überlegt euch was anderes oder wird nicht klappen. Gibt es manchmal so Momente, wo ihr euch denkt so, ach, guck mal, ja. Album Nummer 3, ja? Achso, ich dachte so, ja, guck mal, die haben doch recht gehabt. Nein. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich, dass wir auch das Hobby zum Beruf machen konnten, sage ich jetzt mal so ganz plump. Aber es gab immer Zweifel. Also ich selber habe ja daran gezweifelt, weil das sowas ist, das ist so, das war immer so in der Schulzeit noch, ich würde es gerne machen, aber wer macht das schon? Also das ist ja total utopisch, dass man sowas machen kann. Und jetzt freut es mich natürlich umso mehr. Und ich glaube, mein Opa möchte immer noch, dass ich studieren gehe. Aber vielleicht gehe ich ja auch noch irgendwann studieren, mal gucken. Ich bin aber auf jeden Fall gerade sehr, sehr zufrieden mit der Situation und freue mich, dass ich einfach Spaß haben kann an dem, was ich mache. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall viel wert. Und ja. An dieser Stelle zitiere ich auch immer gerne Steve Jobs, der gesagt hat, Erfolg ist die geilste Rache. Absolut, das stimmt. Und momentan ist ja allgemein aber auch deutschsprachige Musik ja, glaube ich, also momentan der Superrenner, alleine wenn man sich die deutschen Albumcharts anguckt. Gibt es englischsprachige Songs von euch irgendwo so, die ihr versteckt habt, wo ihr gesagt habt, wir probieren es einfach mal aus, vielleicht packen wir das mal irgendwie irgendwann mal auf Platte? Die gibt es tatsächlich. Also das ist ganz witzig, weil wir unsere zweite Platte hier in London gemacht haben und dann ist das einfach so im Fluss der ganzen Stadt, haben wir einfach gedacht, ey, egal, wir schreiben einfach mal drauf los und mal gucken, was passiert. Total witzig gewesen, hat echt Spaß gemacht, so, aber es ist tatsächlich, ja, wir merken dann auch so in dem Moment, ja, also eigentlich, das, man fühlt sich nicht so hundertprozentig wohl damit, weil das einfach auch total ungewohnt in erster Linie ist. Aber wir sind ja so Menschen, wir sagen niemals nie. Also wenn es sich irgendwie mal ergeben sollte, dass das irgendwie in einem Kontext passt, warum nicht? Aber wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der deutschen Sprache und werden das definitiv auch fortsetzen. Also es steht jetzt nicht irgendwie zur Debatte, auch mal englischsprachige Songs aufzunehmen. Wir dürfen gespannt sein. Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr sagt, zu eurem Album, zu der Single, die jetzt draußen ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon verraten dürft, was Single Nummer 2 wird. Ja, Single Nummer 2 wird tatsächlich Geiles Leben und damit werden wir auch beim Bundeswischen Song Contest für Baden-Württemberg ins Rennen gehen.
Läuft. Da drücken wir natürlich auch ganz fest die Daumen. Das ist, ich würde sagen, erster Platz, oder? Wenn. Unter die ersten 16 ja, kommen wir auf jeden Fall. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön. Danke auch. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.